erzähl uns doch bitte ein paar Sätze zum Trading im Vergleich zum Investieren. Das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Trading ist ein Business. Also so wie jemand einen Bäckerladen aufmacht oder ein Autohaus eröffnet oder eine Rechtsanwaltskanzlei, kann man damit seine Brötchen verdienen. Das heißt, man setzt sich morgens an den Rechner und man macht den Rechner abends wieder aus und dann hat man Geld verdient. Fährt man in den Urlaub, verdient man kein Geld, weil da gibt man es dann aus. Das heißt, Trading bedeutet, du arbeitest mit Geld, um mehr Geld zu machen. Trading bedeutet, kaufe billig, verkaufe teuer oder verkaufe teuer und kaufe billig zurück, wenn ich Short gehen möchte. Es bedeutet aber auch, kein Trade, kein Einkommen. Und der Unterschied zum Investieren ist der, dass ich sage, hier nehme ich das Geld in die Hand und ich kaufe mir ein Stückchen Unternehmen. Und dieses Unternehmen verdient für mich Geld, das heißt, ich lasse die 300.000 Angestellten von Coca-Cola für mich arbeiten, muss es aber selber nicht tun. Und gerade mit meiner Zahltagsstrategie ist es so, dass ich aus dem Urlaub wiederkomme und habe mehr Geld auf dem Konto als vor dem Urlaub, weil zwischenzeitlich auch in den 14 Tagen, die man irgendwo in der Sonne brät, einfach Dividenden gezahlt werden und ich einfach dieses Geld gar nicht verdienen muss. Durch meine Investments kommt das einfach rein. Ich brauche als Investor mich nicht so um mein Depot zu kümmern, wie das ein Trader machen muss, ja, der also, wenn er keinen Trade macht, auch nichts verdient, der ein günstiges Unternehmen kauft und wenn es dann gestiegen ist, also was ja dann auch bedeutet, dem Unternehmen geht es jetzt richtig gut, deswegen steigt ja der Aktienkurs, dann verkauft das wieder. Ja, das ist also so, als wenn ich einen Bäckerladen aufmache und wenn der Bäckerladen richtig gut läuft, mache ich ihn wieder zu. Ja, dann sage ich, okay, das war's jetzt. Jetzt brauche ich eine neue Geschäftsidee. Das ist Trading. Und der Investor ist jemand, der sagt, ich mache einen Bäckerladen auf und wenn er richtig gut läuft, dann muss ich mich nur noch darum kümmern, dass ich mehr Brötchen verkaufe oder ob ich die Preise erhöhen kann oder was auch immer. Es ist ein Investment, was dann permanent Erträge abwirft.